Hat sie dir schon gegönnt. Na gut. Ich weiß, dass du das hättest. Dann noch der, der mich angreifen will. Will er mich denn angreifen oder will er verteidigen? Der greift auch an. Ich will eine Meisterparade machen. Meisterparade? Wie viel denn? 6. Wenn er denn trifft. Trifft nicht. Oh, schade. Keine Meisterparade möglich. Ich mache einen gezielten Stich. Am Schild vorbei. Schaden. 9. Ich muss gerade mal gucken, wie viel er schon hatte. 9 minus hier sind 5. Dann lebt er noch. Ich will die 2 Waffe schippen. Ich möchte 2 schippen für mehr Schaden. Ja, damit er noch, weil jetzt ohne Rüstung kriegt er natürlich Wunden. Ach so, weil es ja, dann mach mal. Weil es geht wieder stich ist. Ich hab gerade 5 abgezählt. Rondra sagt, Rondra mag keine gezielten Stiche anscheinend. Aber ich habe eben gerade den gezielten Stich leider nicht drauf gehabt. Das sind 8, das sind 9, das sind Nummer 9 und Nummer 4. Dann reicht das. Auf 0. Ja, aber dann hätte er nicht shippen müssen. Ja, stimmt, dann hätte ich nicht shippen müssen. Damit hast du nicht shippen müssen. Aber du hast trotzdem den Chip angesagt. Ja, ja, Chip ist weg. Beschreibung von dir. Ja, ich trete hervor, um die Aufmerksamkeit von ihm zu bekommen, schaffe dies auch, steche ihn ein, zweimal, lass einfach seine Waffe an mir vorbeiziehen, sehe eine Schwachstelle in seiner Rüstung und trete hervor, ramme meinen Rapier mühelos in seinen Bauch hinein, schaue ihm in die Augen und dann ramme ich ihn nochmal tiefer rein und drehe ihn um und ziehe ihn wieder raus. Und blick dann zu Isarun. Lass uns durch. Nächste Kampfrunde. Komm, Daru, zieh vor. Nein, ich habe einen Plan. Und dann werde ich mich halten. Gut. Und von dir lasse ich mich. Von dir lasse ich mich ja garantiert nicht zu irgendwas verleiten. Voltax, du musst handeln. Wir sind auf derselben Seite. Voltax, du musst handeln. Ich mache. Bei. Ich ziehe zurück. So. Gut. Aktion, Position. Noch eins? Bei. Ja. Nö. 2. Gut, du bist durch. Isabo, 18. Aktion Position, ich würde mich mal in die Nähe, aber nicht in Nähe seiner Waffe von dem Typen bewegen. Ich glaube, so weit kann ich eh nicht. Also Distanz ganz OP. Ja, ich stelle mich mal hierhin zur besseren Übersicht. Aktion Position, zweite Aktion. Orientieren. Orientieren, dann steckt deine Initiative, aber mir. Oh mein Boy, was machst du? Ich würde einen Fruchtschlag 3 gepaart mit einer Finde 3. Die ist nicht gelungen. Yep. Jetzt bin ich gespannt. Aber mir. Hast du Kampfgespür? Doch. Kampfreflex, ja. Kiaras zieht vor. Ich zieh vor, ich trete an die beiden ran und ich möchte dich treffen. Oh, DKS trittst du heran. Und du bist dann auf der 26 minus 8 Aktion, bist du auf der 18. Meine zweite Aktion kommt 4 Aktionen später. BHK2. Also du kommst auf DKS heran, ja? Er kann nicht im BHK2 kämpfen, wenn er eine Aktion Position macht. Dann hast du doch nirgendwo, nirgendwo steht, dass du die verlierst. Dass das nicht geht. Es steht nirgendwo, dass du die verlierst. Die dritte Aktion nicht für Position. Entschuldigung, das war der Waffenmeister. Ja. Ich darf meine 3 Aktionen benutzen, wie ich will, außer Position in der dritten Aktion. Ja. Handlung. Ja, ich möchte verkürzen. Tu mal dies. Bin so gespannt, was du jetzt machst, also 6, dann stehst du auf N. Und dann steche ich dich. Warte, du bist mit einer Aktion Position herangekommen. Ja. Der 22 und dann würde der dritte, die dritte Aktion dann hast du eine verkürzt und dann kommt jetzt die BHK-Aktion, ja? Ja gut, dann das. Ne, Moment, dann bist du jetzt dran, meine dritte Aktion kommt dann später. Richtig. Okay. Dann drehe ich mich um und renn weg. Um? Wohin? Ich stehe in einem finsteren Keller, neben 4 Typen und die Tür ist direkt da. Das bringt Abel mir um. Hinterfragst du nicht. Du musst an 3 Leuten vorbei, die alle... Vier okay, ja, du hast recht. Du hast recht. Ich bringe Abel mir um. Warum? Pinte 3, Wurfschlag 3. Ich verstehe, ist gelungen. Das. Warte, 16 plus 6? 24, ist nicht gelungen. Fuck. Ich bringe Abel mir nicht um. Oh, ich wollte das parieren. Das
Das war die erste Aktion. Zweite? Ja. Kriegt aber mir jetzt halt doch den ungewandelten. Die ungewandelte Finte 3. Ja, was darf zuerst? Gelungen. Parier das. Du kannst es nicht parieren, es sei denn, du bist in Formation. Das ist richtig. Ich hab die Formation. Du bist aber nicht in Formation. Rossi hat gesagt, ich brauche nur die Sonderfertigkeit, um für andere zu parieren. Ja, trotzdem müsstet ihr in Formation stehen, was euch eine Aktionposition kostet. Steht auf verschiedenen Distanzklassen und habe mir halt Formation nicht. Zieh dich mal wieder zurück. Sagtest du damals nicht, als ich die kaufen musste für andere parieren. Du musst Formation besitzen, um das überhaupt zu dürfen. Na, so, aber mir parieren. Nicht gelungen. Hast du die Winter eingetragen? Ja, klar. Die 6 okay, ist gelungen. Die 6 hat bei Erschwernetik eingetragen. Ist gelungen. Zusammen mit Kiaras in Überzahl. Sollte reichen. Es wäre die nachvollziehbare Variante gewesen, hier wegzurennen. Er weiß nicht, dass dann Fortifex ist. Ganz ehrlich. Aber ich bin hier nur meine Marionette. Das sind Elite-Wachen. Elite-Wachen, die gerade 5-1 in dem Keller stehen. Anstatt Nachschub zu holen, soll der jetzt hier bleiben und sterben? Es ist alles still. Er kann sowieso nicht fliehen. Das sind finstere Magier. Das weiß er nicht. Ach, so. Ich glaube, ihr könnt ihn umbringen. Ich glaube, den Rest müssen wir nicht mehr machen, aber den einen Schlag... Nee, ich habe noch LEP. Wir machen das. Den einen Schlag wollte ich noch machen. Na gut, so, nächste Kampfrunde. Möchte jemand vorziehen? Ja, ich kann ihn noch einmal schlagen, letzten Kampfrunde. Stimmt, Kiaras. 12 Schaden. Jetzt machen wir 13. 13, dann ist er jetzt auch weg, ja. Okay, schade. Sonst hatte ich jetzt halt nochmal vorgezogen und ihn einmal geschlagen. Ich hätte dich fast umgebracht. Ach, Quatsch. Umgebracht, glaube ich nicht. Wie viel Lebenspunkt hast du denn? Mit dem Hammerschlag? Mit dem Hammerschlag? Ja, oder Hammerschlag, ja, aber ist nicht durchgekommen. Gut, damit habt ihr den, Burg, ihr wisst nicht, was in den anderen Räumen ist, aber weitere 4 Todesdiener. Ihr könnt sehen, wie auf der anderen Seite der Elf wieder auftaucht und gegen die unsichtbare Wand von Iserun geht. Vermutlich, ich lasse dann auch vor Schreck noch nicht den Zauber fallen. Kennst du den Zauber? Weil das gerade opportun ist. Den Fortifex, ich gucke nach, ob er Elfen bekannt ist. Selber habe ich ihn nicht. Also du hast ihn nicht, dann kennst du ihn nicht. Gut. Gehst dagegen, bist komplett verwirrt, schlägst dir deine Nase blutig, du kriegst ein TP und lässt deinen Zauber fallen. Ja. Was wollt ihr tun? Und ihr seht vermutlich dann oben, wie Mandalorian davor steht, nackt, im Regen, es regnet nicht, aber, und diese Wand abtastet. Und sich da auch irgendwann gegen drückt. Du bist sichtbar, während da oben noch eine Wache steht? Die Wache ist nicht da oben. Die Wache ist drin, in der Wachstube. Genau, ihr wisst nicht, wo die Wache ist. Ja, was auch immer. Also nachdem ich mir erstmal eine Sekunde lang klar werden muss, dass das ein Verbündeter ist und kein wild gewordener Nackedei-Elf, der rumturnt, lasse ich den Zauber auch fallen. Ich lasse den Silenzium dann auch fallen. Mandarin, das Erste, was du siehst, ist, als du nach unten trittst in den Keller, Iserun hat deine Sachen ins nasse Wasser gelegt. Du hattest sie ihr vertrauensvoll in die Hände gegeben und ja gut, sie musste kämpfen. Sie hat es komplett ins Wasser gelegt. Ich patsche da runter, blick mich an meinem Raum um. Warum habt ihr das getan? Es tut mir leid, es war nicht anders zu machen. Eine Warnung wäre schön gewesen, dass alle Wachen jetzt hier runterkommen. Zuck entschuldigend mit den Schultern, zeig auf Kiaras Kleidung. Ich nehme mal mein Hemd, da friemel ich da raus und riech da mal dran. Das wäre schon erschwert um sensibler Geruchssinn. Keine Sorge, Abelmir, es hat einen Grund, warum meine Rüstung rot ist. Winge mich dann da doch irgendwie rein. Fröhlich sieht der Elf den nächsten Tag über nicht mehr aus. Und was habt ihr so gesehen draußen? Draußen sind 4 Wachen. Und eigentlich 5. Haben wir 4 davon sind auf dem Weg zu euch. Ist noch eine Woche rum. Ach, das wäre vorteilhaft gewesen, vorher zu wissen. Wir sollten leiser sprechen, wie da noch eine Woche oben ist. Nun ja, es waren 3 in dem großen Block gegenüber der Treppe. Gegenüber der Treppe. Dort sind 2 hinaus und 2 aus der großen aus dem großen Saal, der oben zur Linken ist. Über uns ist noch eine Treppe. Dort ist eine große, schwere Tür am Ende, dort hinter.
Es ist, klingt nicht harmonisch. Ist dort oben noch eine Wache? Jetzt? Ich habe einen gehört, ja. Wie schalten wir diese aus? Lautlos. Müssen wir dies? Ja. Ja, ich fürchte schon. Ich bin mir ziemlich sicher, jetzt weißt du, wo die ganze Festung hier sind. Ach, Moment, machen wir überzeugen, ich werde um 7. Diese Runde schwert um 10. Die ist unten durch. Sinnschärfe. Sicht. Ich habe herausragenden Sicht. Also ich habe hier noch die Dunkelsicht und etc. pp. Also. Ja. Ich kann einen herausragenden Sinn anbieten. Ich weiß nicht, was der macht, aber irgendwas wird er schon tun. Ich glaube, der gibt eine plus 7, kann das sein? Er gibt dir auf alle Fälle viele Punkte Erleichterung. Zusätzlich durch deine Nachtsicht abgebaut wird. Ihr kommt alle mit nach und nach, Iserun und Abimir weniger schnell, aber ihr könnt erkennen, wie jetzt die Skelette, die hier vermodert, neben euch stehen, liegen, lehnen, allesamt jetzt aufleuchten und ihre Augenhöhlen sich lila füllen. Dann könnt ihr Schlurfen über euch hören, die Treppe, und ihr könnt erkennen, wie eine verhüllte Gestalt ebenso mit lilanen Augen hinunterkommt. Er, sie, es, das Ding trägt einen großen, leuchtenden Stab in der Hand. Ich würde es gerne. Ich sag's doch, die ganze Festung weiß, was wir hier sind. Aber wir haben mich gerade davon überzeugt, dass Leute sterben müssen. Jetzt sterben Leute. Gut, Daru, hast du zufällig gerade kurz das, die Pension ist offen. Ich habe ihn offen, du brauchst den Psst, ja? Ja, genau. Erbst ist plus 3 plus MR, Abzähler W7, aber den hast du wohl. Ja, und ich habe noch eine 2 Erleichterung. Warte, wie weit ist der weg? Steht auf der Treppe. Also unter 10 Meter. Unter 12 Meter so. Ja, definitiv. Oh, ich nehme mir 2 Pfeile und gebe die auf ihn ab. Ja, ich mache den Psst auf ihn. Mal gucken, also um 2 erschwert, um 2 erleichtert. Erschwernis durch Dunkelheit? Wahrscheinlich für dich nicht gegeben, weil normalerweise eine plus 8. Okay. Dann hätte ich gern, ich mache einen Doppelschuss. Kann ich da FK Plus reinlegen? Ja, oder? Eigentlich schon, ja. Okay, dann hätte ich gerne noch 4 Punkte FK Plus in den Doppelschuss rein. Du hattest gerade eben deinen Speer in der Hand, ne? Ich habe mich gerade erstmal angezogen. Ja, dann bist du wohl auch nicht mit deinem Bogen. Jetzt schnapp ich mir den Bogen vom Boden. Huhu. Gib ich eine Aktion für, bitte. Ihr könnt auf alle Fälle hören, wie er mit Grabestimme spricht. Folgt mir, bitte. Okay, mein Psst ist also nicht durchgegangen. Nein, du merkst, wie du gegen eine riesige Mauer aus magischer Resistenz stößt und du verzweifelst. Okay, die eine Aktion hat ihn gerade gerettet. Dann nehme ich den Pfahl wieder von der Sehne. Gut. Nun seht ihr, mit denen kann man doch reden. Und ihr wolltet, dass ich sie umbringe, aber mir. Kommt, folgen wir ihm. Halt, wartet. Seid ihr übergeschnappt? Ihr seid hier. Also jetzt nochmal, um ganz klar zu gehen. Hat der mit den Skeletten gesprochen oder mit uns? Also in diesem Raum, Keller, geflutet, Wasser bis zu den Knien, stehen, sitzen, liegen, ihr würdet sagen 10. 10 Skelette, Leichname, vermoderte Wesen, ehemalige Burgbewohner. Die leuchten allesamt und erheben sich jetzt, tun allerdings nichts. Und dieser verlorene Zaubermeister, verhüllt mit seinem großen Stab, steht jetzt auf der Treppe, blickt euch aus modrigen, kalten Augen an und aus Grabstimme erklingt, folgt mir bitte. Ich würde mich gerne mal versuchen, an die Stimme zu erinnern, eines ganz bestimmten Traumes, den wir gehabt haben. Ob die Stimme vielleicht zu der Stimme passt. Nein. Die uns. Okay, gut. Antwortet ihr mir? Was hast du gefragt? Wer seid ihr? Ein Diener. Also ich glaube mein restlichen Sheet vom Boden. Mein restliches Zeug vom Boden. Und mach mich darauf an, die Treppe hochzugehen. Vermute ich noch ohne Stiefel. Ich glaube überhaupt nicht verdächtig. Wessen Diener seid ihr? Er scheint wohl damit zufrieden, dass die Ersten die Treppe hochgehen, ohne ihn anzugreifen, und würde dann auch sich bewegen. Kommt, Tellura, kommt. Die Gelegenheit verstreicht. Wie riecht er, wenn ich so an ihn rankomme? Nach nichts. Nach absolut nichts. Sympathisch? Ich meine, auch nicht unsympathisch.
Punkt ist, nicht übelmäßig. Also du riechst schlechter. Richtig. Also wie gesagt, in der einen Hand den Bogen jetzt so über den Rücken geschlungen, in der einen hat den Speer, in der anderen noch die Stiefel. Gehst dann tapsen die Treppe hinter ihm her. Ja, ich würde dem Elfen dann auch mal nachgehen. Den kann er ja nicht alleine lassen. Ja, ihr guckt euch um. Der Zwerg und der Elf sind gerade verschwunden. Was tut ihr? Ich schaue Isarun fragend an. Ja, die sieht erstmal ein bisschen ratlos aus und zuckt dann mit den Schultern und beginnt mit dem Schwert immer noch in der Hand die Treppe hochzugehen. Ja, versucht dann ein bisschen die Knochen trauen. Natürlich traue ich dem nicht, aber ich habe keinen Bock, hier mit den Skeletten rumzuhängen. Den Typ können wir immer noch umhauen. Gutes Argument. Wir schicken nie wieder den Elfen vor zum Spionieren. Nun gut, gehen wir hinterher. Bevor sie noch etwas Dummes tun. Dorian, Hauptbewegung, nicht mehr nutzlos in der Ecke stehen. Ja, verzeiht. Ich bin noch etwas überrascht von dieser Hektik. Er hat echt nichts gemacht gerade. Doch, er hat Formeln gezaubert und gemurmelt und wollte gerade euch retten, aber ihr seid dann voll. Also mit anderen Worten, er hatte 14 THW Stern auf Schauspielerei, danke. Ihr könnt dieser Grabeskreatur, dem Leib des Kopter, folgen, der euch wieder nach oben führt, in das zweite Geschoss, in dem schon zumindest der Elf stand. Und über die große Halle und die Galerie führt er euch in... ja, die dritte Tür. Ansonsten habt ihr keine weiteren Wachen gesehen, gehört und tretet dann ein in ein geräumiges, ihr würdet sagen, es ist ein Büro, so könnte man fast sagen. Hinter dem Schreibtisch könnt ihr erkennen, wie dort ein älterer Mann sitzt, ohne Haare, mit einer Augenklappe auf dem Kopf, auf der seltsame Runen sich befinden. Definitiv Zayat für die eingeweihten Magier. In seinem Rücken der Stuhl, wohl mit Totenköpfen geformt, und wenn er mit seiner Hand auf ein paar Papieren herumklimpert, könnt ihr sehen, dass diese Hand wohl skelettiert ist. Er blickt euch freundlich an, wenn ihr ihn eintretet, und würde dann auf geräumige, bequem aussehende Stühle deuten. Das Büro an sich vollgestopft mit vielen Büchern von verschiedener Herkunft. Banbaladin, Taylor. Ah, Banbaladin. Blickt ihr freundlich zu und deutet dann, wie gesagt, auf einen der Stühle. Wartet ja. Dann, Boltax kommt dann auch irgendwann rein? Ja, ich guck mich erstmal um. Wir mussten leider ein paar von euren Männern umbringen. Meinen Männern? Nun, bevor wir miteinander reden, solltet ihr auch erstmal alle hineinkommen. Wie viele seid ihr? Genug. Genug, wer seid ihr denn? Flick dann hinter dich, ist nicht sonderlich schwer, wie klein du bist, und wahrscheinlich kommen dann noch Kieras, Isarun und Amimir rein? Ja. Ja, deutet dann nach und nach auf die Stühle, und später geht dann der verdorene Zaubermeister zur Tür, würde die dann auch schließen. Ich würde mich hinter einen der Stühle stellen, die Hände auf die Rückenlehne aufstützen und sagen, verzeiht, wir haben nicht vor, uns lange aufzuhalten. Wer seid ihr? Wieso habt ihr uns hierher führen lassen? Also ich setz mich. Nun, wie gesagt, vorstellen. Terenga di Targun, ich bin Deuter Targunitot und dementsprechend Mitglied im Nekromantenrat von Varong. Möchtet ihr etwas Wein? Ich weiß, dass ein Pfeil des Lichts dies nun eher ablehnen würde, aber ein Mann von edlem Geblüt wie ihr? Ihr seid Horasia, oder? Ich bin Horasia. Ich verzichte auf euer Getränke. Ja, wenn ihr etwas Bier hättet. Verzeiht, Bier pflege ich leider nicht mit mir zu führen, aber etwas weißen Wein könnte ich euch anbieten. Ein erlesener Tropfen. Nein, ist schon gut. Passt schon. Ich habe zwar mitbekommen, dass ihr im Schloss an Aufsehen etwas erregt habt, aber zumindest sind sie draußen noch nicht auf euch aufmerksam geworden. Ich gehe davon aus, dass dies so bleiben soll. Gut. Ihr seid sicherlich hier, weil ihr nach dem Gefangenen sucht? Was anderes würde euch hier sicherlich nicht herführen. Alternativ wollt ihr einen der Heerführer umbringen. Die da wäre Varena von Mersing, falls euch das nicht von Interesse wäre. Oh nein, wir suchen einen Menschen. Groß, dunkle Haare, edle Kleidung. Dann meint ihr den Grafen? Wie habt ihr es genannt, Abelmir Junkernkleidung? Genau. Vielleicht lasst ihn einfach mal ausreden. Der Graf.
Er greift einmal in seine Schublade. Iserun kann natürlich. Nein, ich glaube, er heißt Rondrigan, nicht Graf. Iserun kann das mit misstrauischem Blick verfolgen, während er die Schublade aufzieht und legt dann einen großen Schlüssel vor sich auf das Buch und schiebt ihn dann weiter rüber. Alles mit seiner skelettierten Hand. Nun, dies ist der Schlüssel zu den Gemächern, wenn man sie denn Gemächer nennen darf. Ihr solltet aufpassen, dort befindet sich ein weiterer der Elitegarde der Drachen. Aber ich dachte mir einfach, ich parliere etwas mit euch und frage, woher und wohin und was euch noch so hierher führt. Ich glaube, ihr seid die Helden von Garad, korrekt? Also ich und Elf nicht, aber ansonsten ja. Normalerweise pflegen wir uns nicht so zu bezeichnen. Darf ich fragen, warum ihr so kooperativ seid? Seid ihr mit dem Gefangenen nicht zufrieden? Bereitet er euch Ärger? Sagen wir so, ich bin kultiviert. Kultiviert und durchaus neugierig. Aber ja, ich hege sowohl eine Abneigung gegen den schwarzen Drachen, den ewigen Rassasso, als auch gegen den Seelensammler Solman Alvenisch. Beide verschrecken sich in Streitereien, die Targunitop nur schaden. Es ist vernünftig, gegen einen Drachen zu sein. Das ist erstmal grundsätzlich gut. Aber auf der anderen Seite, Sie sind beide Drachen. Was? Nun, der Seelensammler hat die Essenz von Smardur in sich verleibt und kann dementsprechend auch als Kaiserdrache bezeichnet werden. Aber ich glaube, zu solch delikaten magischen Theorien ein anderes Mal. Ihr wolltet ja schnell wieder aufbrechen. Den Grafen könnt ihr mitnehmen. Er ist von keinerlei Interesse für mich und mir ist eher daran gelegen, dass ihr erfolgreich seid und euren Kampf gegen Rassasro und auch gegen Solman Alvenisch bestreitet. Er war früher ein Kollege von mir aus Brabak, allerdings ist er nach seinem Patzer bei Kurkum etwas außer Rand und Band. Patzer, sehr diplomatisch, ja. Nun, hegt ihr denn auch eine Abneigung gegen Mersingen? Gegen Varina von Mersing, sie ist grob, möchte ich meinen. Sie kämpft für das Lager der Yolgomaka und ist damit für mich als Varunka von weniger Interesse. Wenn ihr sie umbringen mögt, so sei dies gegeben. Ich glaube, sie hängt zusammen mit ihren anderen Drachengardisten im zerstörten Paraine-Tempel umher. Was versprecht ihr euch zusätzlich zu den Unangenehmheiten, die diese beiden Herren oder Damen eure Herren erbringen? Das kann doch nicht eure einzige Motivation sein, uns zu helfen. Meine Motivation? Wie gesagt, vor allem Neugier. Neugier auf was? Auf die Helden von Garad. Immerhin ist es euch gelungen, ein Heptarchen zu stürzen. Ein? Gar mehrere? Ja. Also, das, was wir in Oron erledigt haben? Die schwarze Demiona. Ist sie tot? Ja, natürlich. Das haben wir wunderbar hingekriegt. Ohne einen Kopf lebt es nicht schlecht. Gratuliere. Seid ihr sicher, dass ihr keinen Wein mögt? Sehr sicher. Bin nicht sicher, was dies ist, aber es riecht nicht sehr gut. Ah, der Elf möchte bestimmt einen. Hütet euch vor Geschenken. Bei Tags, wirklich? Ach, war doch nur ein Spaß. Aber nun, wenn ihr uns helfen mögt, ist das natürlich sehr nett, aber ihr versprecht euch doch was davon. Ich gehe davon aus, dass ihr ein gewisses Interesse daran habt, dass wir Interferenzen setzen. Sagen wir einfach so, ich bin ein Feind von unkultivierten Menschen, Zwergen und... Wenn er jetzt Elfen sagt. Wenn er jetzt Elfen sagt. Anderen humanoiden Kreaturen. Sagen wir einfach so, es mag sein, dass der Kampf an der Hierarchiespitze zu Schwierigkeiten führt, die ich gerne verhindern mag. Und zudem ist der Graf von weniger Interesse. Ich glaube, es war vorwiegend eine Falle von Mersing, die insbesondere auf euch abzielte. Wir fühlen uns natürlich sehr geschmeichelt durch diese Falle. Ja, das natürlich nicht unbedingt blöd. Haben wir eine Falle. Ihr solltet wissen, dass euer Ruf nicht nur in den Weißenlanden
an die Ohren eurer Vertrauten gedrungen ist, sondern auch die Feinde wissen von euch und euren Eroberungen. Ah, das ist interessant. Wenn ihr noch weitere Interferenzen streuen wollt und eine Neugier habt, was wir noch alles zu leisten imstande sind, könntet ihr selbstverständlich auch dafür sorgen, dass unser Ruf weitergetragen wird und verzerrt. Eine Täuschung. Und was habt ihr gedacht? Nun, stellt uns unberechenbar dar, stellt uns. Nun, vielleicht nicht da, wie wir hier eingedrungen sind, denn es wäre möglicherweise hinderlich. Nun, ihr habt den Grafen und, wenn ich das richtig verstanden habe, das Oberhaupt der neuen KGIA, Varina von Mersing, unter dem Hintern weggezaubert. Das klingt doch schon mal gut. Und zudem habt ihr den ehemaligen Heptarchen Galotta umgebracht. Ihr scheint euch eure Sachen sehr sicher. Woher seid ihr sicher, dass ihr diesen Raum leben verlasst? Ich gehe davon aus, dass ich mit kultivierten Individuen spreche. Aber mir wollt ihr etwa den Mann bedrohen? Er hat uns in sein Heim gebeten. Er ist ein Partierer, schaut euch seine Hände an. Er hat uns nichts getan. Er ist ein Untoter. Jeder soll das mit seinen Göttern ausmachen, wie er es für richtig hält, Abelmir. Ist es denn verboten, dass ich mit der schwarzen Herrin der Albträume paktiere? Verboten ist also eine Sache. Nach euren Gesetzen bestimmt nicht. Ich spreche euch ganz frei darauf hinaus an. Es ist in keinen Gesetzen verboten, mit den Erzdämonen zu paktieren, solange dort keine Menschen zu Schaden kommen durch Blutmagie. Und könnt ihr das sagen, dass durch eure Magie kein Mensch oder sonst jemand zu Schaden gekommen ist? Könnt ihr das wirklich von euch behaupten? Nun, wie ich bereits sagte, ich bin ein kultivierter Mensch. Nun ja. Aber keine Sorge, ich habe natürlich Vorkehrungen getroffen, die mir erlauben, diesen Raum wieder zu verlassen. Ich habe euch eingeladen und wenn ihr mir nun feindlich gesonnen seid und mich tatsächlich angreifen solltet, dann würde ich doch dies arg verteufeln. Ihr wisst schon, was ein verlorener Zaubermeister anrichten kann, oder? Ich bin in den schwarzen Künsten nicht so erfahren wie ihr. Also mir gegenüber kann er bestimmt nichts tun, aber trotzdem, es wäre sicherlich sehr unschön. Werte Pfeile ist nichts, sprecht bitte. Ihr wolltet eine Frage stellen. Ach, eine Frage. Nun, ihr seid ja sicherlich in Brabak ausgebildet worden, korrekt, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ihr seid immer noch ein Gildenmitglied. Das ist richtig. Ihr werdet keinen Steckbrief finden, der anderes aussagt. Nun ja, auch die Schwarze Gilde siegt Parkierer nicht gerne. Das wisst ihr schon. Ich komme aus dem Horasreich. Ich habe bei privaten Lehrmeistern gelernt und bin dann nach Brabak gekommen. Das heißt, ich bin ein ordentlich immatrikuliertes Mitglied der Gilde der Hand. Nun, das streite ich natürlich nicht ab. Aber auch ihr müsst euch als solches den Gildengerichtsbarkeiten unterwerfen. Und ihr wisst, dass Nekromantie auch reglementiert ist. Ich bin mir nicht sicher, was genau ihr hier tut. Und auch Paktierer werden von der Schwarzen Gilde verfolgt. Ihr solltet also darauf achten, dass euch vielleicht kein Häscher der Schwarzen Gilde gefolgt ist. Und dann herzlichen Dank für die Warnung. Aber wie gesagt, ich habe Vorkehrungen getroffen, die mein Überleben sichern. Ich wäre nicht sehr intelligent, wenn ich einen Pfeil des Lichts zu mir einladen würde und ebenso ein Kampfmagier aus. Er versucht so ein bisschen nach deinem Siegel zu schauen. Bitana. Ich sehe, eure Hand ist ausgekratzt. Oh ja, es gab ein paar Verwerfungen. Aber das muss euch nicht interessieren. Ich bin einfach nur daran interessiert, dass ihr den schwarzen Drachen aufhaltet und auch den Streit mit Sulman Alvenisch darlegt. Streit ist nicht gut.